Hallo und willkommen zurück zu Mystic Quest, Second Letzte 1. Wir stehen hier vor dem Schloss, wo wir ursprünglich mal gefangen waren. Und ich glaube, wir sollen jetzt hier rein ein bisschen was durchkämpfen. Und, oder müssen, sollten vielleicht möglichst. Und unser Mädchen wurde ja wieder mal entführt oder wir verjagt vom Retten sozusagen. Das muss man befreien, das Mädchen. Und ich habe jetzt mal beim Sound ein bisschen was umgeändert, und zwar war immer sehr schlimm laut so ein dumpfes Klopfen zu hören, wenn ich Tastenschläge gemacht habe bei bestimmten Tasten. Und ich hoffe, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Dafür kann es aber eben sein, dass ich ein bisschen mehr Nachhall habe, also ein bisschen zu sehr schallt. Also dagegen kann ich jetzt nichts machen, mir fehlt so ein bisschen richtig professionelles Audio-Equip. Ich habe ein gutes Mikro, aber das war's dann auch schon. Und da wollen wir mal sehen, wie gut es geht. Also ich werde das dann selber erst nachher hören. Ich habe einen kurzen Soundtest gemacht, aber weiß eben nicht, wie gut der jetzt war. Ich habe jetzt eine meiner Lieblingswaffen, weil die gegen fast alle Gegner gut wirkt. Und ich merke gerade, ich bin irgendwie voll an Metallmäßig. Wir haben aber nicht viele Schlüssel. Das wird gefährlich. Von dem Standpunkt her. Kann ich davon jetzt irgendwas wegschmeißen? Supermagie, Supermagie, Supermagie. Dann werde ich die normalen Magietränke erstmal wegschmeißen. Wir haben so viele Supermagietränke. Und ich glaube, das ist nochmal ein Supermagietrank, den wir da rumliegen haben. Ja, sag ich doch. So, hier geht's nach links, mit durch Bäume durch. Und wie sieht's rechts aus? Eventuell geht's da ohne Bäume durch. Also man sieht vielleicht, wie... warum ich gerne mit der Waffe umgehe. Die ist einfach mal toll. So. Streitaxt. Gucken, wo kommen wir durch die Bäume durch? Hier kommen wir nicht durch. Okay, also hier kommen wir nicht durch. Schauen wir mal links, ob wir da durchkommen. Das wäre jetzt die andere Variante, die einzige, die mir noch einfällt, weil ich weiß nicht, warum wir sonst hier sein sollten, wenn wir nicht irgendwo durchkommen würden. Oh ja, sieht gut aus. Wenn die Bäume da oben schon keine Wurzelstämme haben, dann müsste das hier auch so sein. Oh, ich komme sogar hier unten lang. Autsch, ich dachte, das Schild hält was ab. Ah, jetzt habe ich mich ein bisschen doof verhalten, das gebe ich zu. Wer hat mich jetzt eigentlich von euch beiden da übel gemacht? Und hier ist eben auch der Vorteil, die Waffe hält sogar umherfliegende Geschosse von Gegnern auf, die auf dem Weg zu mir sind und mich sonst verletzen würden. Die hält diese Geschosse auf, und zwar aus fast allen Richtungen. Und zusätzlich trifft die natürlich auch Gegner, die jetzt hinter mir stehen oder sowas. Das ist das, was ich so toll finde an der Waffe. Und die ist auch ziemlich lange relativ stark. Hat der mir gerade mehr als einen Lebenspunkt abgezogen? Geht's hier unten auch nochmal lang? Ne. Na, ach, ich klicke mal zu weit runter. das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte den Zauber nämlich noch wechseln und dann mich heilen. So, schauen wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Aha, das sieht ja interessant aus. Gut, müssen wir nur oben oder unten sein? Scheinbar oben. Okay, die Geister kann ich damit gar nicht verwunden, aber die haben ja selbst mit dem Schwert eine Weile gebraucht, ehe ich sie getötet habe. Das heißt, mit dem kann ich sie nicht verwunden, aber es bringt keinen großen Unterschied. Komme ich hier rein? Nee. Kann ja sein, dass hier irgendwann mal reingeht, ne? Ich meine, ich spiele das Spiel jetzt nicht blind. Ich habe schon mal gespielt, aber es ist eben schon eine Weile her, dass ich jetzt nicht mehr alles aus dem Kopf weiß, wo es hingeht. Oh, der lässt sich nicht damit verwunden, okay. So. Das ist verbunden, sehr gut. Kommen wir hier durch? Nein, nein. Okay, ist sowieso alles verbunden. Na gut, da unten war es nicht verbunden. Hehe, da wäre ich in der Sackgasse gelaufen. Gehst du mal bitte weg von der Treppe? Danke. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt draußen. Sollte ich probieren, die Ecke mit der Axt? Ich probiere es nochmal. Okay, also scheint hier nicht mit einer Axt weiterzugehen.
Da sind wieder... das sind andere Magier. Als die wir da bisher hatten. Oh Gott. Ach, der teleportiert sich weg? Ist ja fies. Das ist ja ganz interessant. Aber wir kamen da nicht hin, ne? Also müssen wir jetzt erstmal hier weitergehen. Das sieht nach normalen Dungeon aus. Gleich mal alle Wände durchkloppen. Ich habe nur sehr begrenzt Schlüssel, aber meistens gibt es, wenn man ein Schlüsselloch hat, Gegner, die auch Schlüssel droppen können, damit man eben nicht hängen bleibt. Oh, ich habe nicht gespeichert. Das ist nicht gut. Okay, der hat nicht viel, der macht nicht viel Schaden, das geht schon. Ja, das geht, das geht. Der ist nicht schwer. Ach, Mist. Und hier sieht man wieder, dass ich den auch treffe, selbst wenn ich zur Seite gucke. Gut, Hammer. Chimäre bezwungen. Das war nur so ein Zwischenendgegner scheinbar. Ich werde mal speichern, weil ich stelle gerade fest, ich habe nicht mehr viel Mana-Punkte. Und wir leveln noch nicht so schnell. Also werde ich vielleicht einen Magietrank dann brauchen. Oh, da ist er. Schön, Doro. Sie haben das Amulett gestohlen. Wir müssen es zurückbekommen. Auf geht's. Dark Lords Zimmer befindet sich im oberen Stockwerk. Ah, dann brauche ich ja jetzt keine Mana-Punkte mehr, weil du mir folgst, richtig? Kann man hier schlafen? Nee. Achso, kann man hier allgemein irgendwo durch? Manchmal ist es ja dann dumm, ne? Nee. So, hier geht's aber durch. Sonst wären da nicht die beiden Steine. Ich probiere trotzdem erstmal die anderen Wände durch. Nee, geht nicht durch. Mhm. Okay, hier waren vorhin die Gegner. Die sind jetzt nicht da. Oh, der hat ein Schild. Das heißt, man kann ihn nur von vorne treffen. Aber das Gute ist, ich treffe ihn da mit von allen Seiten so gesehen. Oh. Okay, also der Magier macht einen Zauber, der mich versteinert. Da komme ich jetzt nicht mehr ran, da war ich aber rausgekommen. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht gucken. Was droppen die jetzt, bitteschön? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. So, wir machen jetzt erstmal so einen Supermagietrank verbrauchen. Genau. Super Lebensenergie. Naja gut, jetzt nicht so toll. Wo geht's hier hin? Hinten ging es noch eine Treppe runter. Die will ich auch noch wissen, was da ist. Ich finde das schade, dass das Schild nicht genug abhält dafür. Hey, ich kann trotzdem... ist ja lustig. Ich habe mich mit der Kugel da ins nächste Bild bewegt, während ich eigentlich versteinert war. Lustig. So, ich wollte jetzt hier doch nochmal die Treppe nach unten gehen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Yeah. Super Magietrank, okay. Wie oft die Kiste gerade getroffen wurde. Hier geht's auch noch rein, aha. Ach Mist, ich wollte mich gerade runterbewegen. Gut, 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 gut. So, dafür haben wir natürlich keinen Platz mehr, ist klar. Wir haben einige... Eigentlich kann ich die Salbesprüche hier, die Salbedinger weghauen. Das Spruchding haue ich auch mal weg. Superleben haue ich ein paar weg. Brauchen wir nicht so viele. So, da haben wir noch eine... Und Supermagietrank. Also ich muss wirklich langsam ausmisten. So, wir hatten oben noch einen Weg rum, ne? Aha, was machst du hier? Ach, du verkaufst Schlüssel, sehr schön. Warum habe ich jetzt alles weggehauen? Jetzt habe ich doch... Das ärgert natürlich jetzt. Aber ganz doll. Ach, siehst du, wir haben ja jetzt die Waffe, da braucht man ja den Pickel nicht mehr.
Ob ich mir in... Nee, verkaufen. Jetzt habe ich den ganzen Mist weggeschmissen. Ah, warte mal, ich habe noch was. Jetzt habe ich den ganzen Mist weggeschmissen. Und dabei hätte ich das alles hier verkaufen können. Warum habe ich normale Lebensdinger? Na, klasse. Dinge. So, ich räume mal kurz auf hier. Gott, haben wir viele Magietränke. Naja, müssen wir halt mal ein bisschen mit Magie rumballern, ne? So, wir werden sowieso noch ein bisschen was gedroppt kriegen, vermute ich. Also hier war nur so ein Händler, auf gut Deutsch. Weg hier, weg hier. Mist. Ja, wieso treff... Ach so, das ist die Kiste, die so das Geräusch macht, glaube ich. So, und jetzt, wenn wir sie schon haben, wieder mal... Warum nicht benutzen, ne? Ach, egal. Ignorieren. Die droppen nur Lebensenergie. Boah, alle drei da gekrittet, so gesehen. Gut. Die waren tot. Und, ich hatte irgendwann mal eine Aussage gemacht, die jetzt von jemandem gesagt wurde, dass die falsch ist. Ich bin mir trotzdem noch nicht ganz sicher, weil ich glaube trotzdem, wenn der Balken dreiviertel aufgeladen ist, macht er mehr Schaden, als wenn er völlig unaufgeladen ist. Jetzt nehme ich wieder den ganzen Mist hier ein. Also unten der Wille-Balken, dass der dann trotzdem mehr Schaden macht, die Waffe. So, was ist das jetzt? Na gut, wir haben jede Menge Lebensenergie gedroppt gekriegt und die Dingens heilt uns ja eigentlich auch. Wenn ich es nochmal frage. Genau. Und sogar gar nicht wenig. Ne, hier scheint es nirgends lang zu gehen. Und hier brauche ich einen Schlüssel. Wir haben einen neuen Schlüssel gekauft. Dich kann ich nicht besiegen, das weiß ich. Aber ich will jetzt auch nicht in dich reinrennen. Gut, das würde kaputt gehen, wenn das jetzt da ein Weg wäre. Da oben geht's weiter. Und die wollen mir Pickel geben. Dabei habe ich eigentlich die Waffe hier. Geht's nach rechts auch noch? Ne. Dann gehen wir erstmal kurz gucken. Ach, wieder diese Feuermagier sind das. Ah, ich erkenne sie. Habe ich jetzt einen Schlüssel verbraucht eigentlich? Ne. Aber das ist jetzt nervig mit den Magiern, muss ich ehrlich gestehen. Die können nicht über diese Löcher rüber angreifen? Interessant. Gut, haben wir wieder mal gelevelt. Es geht hier recht schnell. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen länger mich aufhalten. Aber ich komme nicht an die Magier ran. An den oberen komme ich gerade ran. So. Naja, ich bräuchte jetzt eher die andere Waffe. Ich vermute übrigens, dass ich hier runterfallen könnte. Oder eben nicht. Und dass das diese... Also ich muss aufladen. Und dass das diese... Der Weg nach unten sozusagen zu dem Punkt geht. Ach, nee, oder? Das ist übrigens schlecht. Du wirst mich nicht schnell genug heilen, glaube ich. Gut. Huiuiui, gerade so noch geschafft. Überlebt. Das war ganz knapp gerade. Mist. Da haben wir jetzt eine Treppe, okay. Waffe. Das heißt, hier wäre man nicht runtergefallen.
Das war nicht zum Runterfallen. Das heißt, es gab noch den anderen Weg, aber ich weiß nicht, was es beim anderen Weg gab. Vielleicht werde ich da nochmal hingehen. Ach Mensch, die Viecher. Nein. Ob ich da nochmal hochgehe? Nachschauen, ob ich da wirklich was verpasst habe. Dich kann ich nicht verletzen, okay. Dich kann ich aber verletzen, aber nur in eine Richtung wieder. Ja, mich würde jetzt interessieren, ob ich da oben was verpasst habe. Ach ne, hier nehme ich es nicht. Moment. Nein. Nein. Ja, du kannst auch durch alle Wände durchgehen, oder? So. Hier geht's nach unten. Aha. Und hier. So, ich musste gerade schauen, dass ich nicht wieder verbannt, gebannt oder irgendwas werde. Autsch. Rechts braucht man Schlüssel, links muss man so weiter. Ich würde fast erstmal nochmal schauen wollen, ob es da oben jetzt noch was gab, wo ich mich durchgeprügelt habe, wo es noch nach unten ging. Das heißt, ein ganzes Stück zurück, geh hin, weil dann kann ich auch noch ein bisschen leveln. Spart man sich halt das passive Grinden und macht aktives Grinden mit Sinn so ein bisschen. Wäre schön, wenn ihr immer nicht zum Zaubern erst kommt, ey. Gut, die sind alle tot. Aber sieht man das hier? Normalerweise, wenn ich jetzt sofort schlage, brauche ich zwei Schläge. Aber für den anderen Magier habe ich nur einen Schlag gebraucht. Das ist nämlich vermutlich, weil der Balken weiter aufgeladen war. Durch den Raumwechsel. Hier habe ich auch gerade zwei Schläge gebraucht. Das lasse ich mal bis 3/4 aufladen. Und da war er mit einem Schlag tot. Das meine ich. Deswegen vermute ich, dass ein vollerer Balken auch mehr Schaden macht grundsätzlich. Daher kam meine Vermutung. Du bist der Magier. Autsch. Jetzt habe ich mir sozusagen die Tür wieder aufgeprügelt. Okay. Die lassen sich nicht verletzen, gut zu wissen. Okay, hier geht's nicht weiter. Das heißt, hier ging es wirklich nicht weiter, oder wie? Oder geht's nach links weiter? Ne. Gut, dann können wir hier wieder rausgehen. Oder gibt's hier was, wenn ich die besiege? Moment, das teste ich mal. Manchmal gibt's einen Gegenstand, wenn man irgendwas besiegt hat. Mit dem Schwert konnte ich euch auf jeden Fall verletzen. Saphir. Nein, gibt's nichts. Gut. Dann wieder Waffe wechseln. Ein Smaragd ist relativ interessant zu benutzen. Habe ich mir jetzt mal angeschaut, was ich habe mir angeschaut, was die ganzen Gegenstände machen. Einer macht Wille, Regeneration erhöhen. Einer macht Mist. Einer macht, dass Wille sofort der Balken aufgeladen wird. Einer macht, dass man stärkere Magien casten kann und. Und der. Gut, der ist tot. Der Smaragd. Ich habe ja jetzt einen Saphir gefunden, aber der Smaragd, der ist noch interessant, weil der mein Immunsystem erhöht. Deswegen kann man den vielleicht auch mal sinnvoll nutzen. Ah, ich kann euch damit verletzen, das ist sehr gut. Ich werde meinen Magier töten, nicht, dass ich wieder dort in die Bredouille komme. Apropos, während ich hier rumhänge, kannst du ja mal meine Wunden heilen, genau. Wenn der Balken, der Willebalken jetzt voll ist, macht man nicht nur doppelten Schaden oder so, sondern... jetzt bin ich da nicht hochgelatscht. Ach Mann, nicht nachgedacht.
macht man nicht nur doppelten Schaden, sondern auch dann eben diese speziellen Angriffe. Speer wirft man, Schwert kann man durchschwingen oder drehen. Die meisten anderen Waffen haben größere Reichweite, so wie die Peitsche, deswegen warte ich hier immer auf den vollen Balken. Und naja, das ist zusätzlich zum doppelten Schaden. Und wenn der Balken noch nicht ganz voll ist, aber schon dreiviertel voll, macht man trotzdem zumindest, ich vermute, 75% mehr Schaden, wobei ich das nicht hundertprozentig weiß. Aber es ist ja relativ offensichtlich, dadurch, dass man anstatt zwei Schlägen nur noch einen Schlag braucht für die meisten Gegner, wo man vorher zwei Schläge bräuchte. Kraft. So, jetzt sind wir schon mal bei 50. Jetzt werde ich wahrscheinlich auf Reife erstmal eine Weile gehen. Oder irgendwas, was Kraft und Reife erhöht. Immunität, macht das Kraft und Reife? Weiß ich nicht genau. Muss ich mal testen dann. Gut. Hier ging es nicht weiter, ne? Ne. Unten ging es dann entweder nach links mit den Wölfen oder nach rechts mit dem Schlüssel. Links verbrauche ich keinen Schlüssel, also werde ich dann erstmal nach links gehen. Würde ich mal sagen. Oh. Ich kann die Leute mit dem Schild wegbewegen. Das habe ich gerade getestet oder aus Versehen mitgekriegt. So. Hier darf ich jetzt nicht die Wölfe bekämpfen, theoretisch, weil ich sonst die Kisten kaputt mache. Und sobald die Kisten weg sind, komme ich da nicht mehr durch. Aber Moment, wenn ich welche Waffe geht denn nur gerade? Der Speer. Gut. Mit dem Speer kann man das hinkriegen. Gut, gut, gut. Gut, jetzt kann ich nach unten gehen. Und was war rechts der Weg? Da brauchte man einen Schlüssel. Moment, kann man euch mit dem Speer verletzen? Nein. Ach, nee, egal. Ihr macht keinen Schaden. Schlüssel gefunden, sehr schön. Autsch. Autsch. Jetzt die Frage, kann die unser nettes Mädchen hier gegen Übel gegenheilen mit ihrem Wort? Ah, da geht's durch. Da ging's nicht durch, ne? Ne. Also hier könnt ihr wiederum nicht durchschießen, aber durchlaufen. Interessant. Ich finde hier so viel, was Leben erfrischt. Wie gesagt. Ein Haufen Zeug zum wieder wegschmeißen oder verkaufen oder nutzen, ne? Ihr habt Schlüssel oder Piken zum Droppen, ne? Mhm. Ich habe jetzt keinen Schlüssel verbraucht und bin, ich vermute, trotzdem jetzt wieder dort, wo ich vorhin nach rechts hätte mit dem Schlüssel weiterkommen können. Also, wenn ich jetzt, Moment. Was wollte ich jetzt? Ne, ich wollte jetzt hier. Karte. Ich komme wahrscheinlich jetzt wieder dort raus, wo ich vorhin mit dem Schlüssel weitergekommen wäre. Bin mir aber nicht sicher. Ich speichere mal wieder. War das hier, wo 65.535 das Maximum war, wenn ich gerade sehe? So viele Level kommen wohl nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Na, ich glaube, wir können noch weiter leveln. Bin mir nicht sicher. Kann sein, dass es bald zu Ende ist mit Leveln. Ach, ich wusste es. Da geht's durch. Geht's hier noch durch? War relativ offensichtlich hier. Aber ich gehe erstmal wieder nicht den offensichtlichen Weg lang. Das heißt, ich gehe erstmal hier lang. Ich will hauptsächlich nicht unbedingt die Ausrüstung verpassen, die es vielleicht hier irgendwo gibt. Gut. Autsch, der hat mich getroffen. Ja, hier gibt's irgendwas. Sonst wäre die Tür nicht automatisch jetzt zu. Ja. Kraftschwert gefunden. Sehr schön. Aber das ist, glaube ich, schwächer als die Waffe, die ich jetzt habe.
Bin mir, wie gesagt, nicht sicher. So, du heilst mich noch, dann warten wir noch kurz. Na, du gehst schon mal voraus, ne? Ich weiß nicht, wie es dir weitergeht. Mann, ich würde fast noch nicht... Ah, hier brauchen wir wieder Schlüssel. Moment, erstmal gucken, ob die Wände gehen. Geht ja langsam los, dass die Wände nicht mehr markiert sind, wenn man durch kann. Ach man, falsch. Sag mal, finde ich es heute noch raus, wie ich hier weiterkomme? Das Ölvieh kann ich nicht besiegen, aber die Schlange kann ich besiegen. Und ich wollte eigentlich hauptsächlich nur testen, ob man es da durch die Wand irgendwie durchging. Hier geht's auch nicht durch. So, was sieht man jetzt auf der Karte? Hier waren wir da drüben schon mal gewesen. Moment. Wenigstens zwei Wege testen. Okay. Mhm, an den kommt man so erstmal nicht ran. Ich werde erstmal kurz... das hier ausrüsten, einfach nur so, damit ich es loswerde. Super Magietrank. Interessantes Schloss hier, ne? Was wollte ich jetzt? Ich sollte mal wieder speichern. Das werde ich nach den Gegnern hier machen, bevor ich dann in was auch immer hier reingehe. Ah, ich weiß, was ich hier machen muss. Ich bin zu voreilig. Ja, ja. Na komm, lass mich weg. Ich bin zu voreilig. Ich glaube, ich brauche hier die Eismagie und muss die einfrieren. Oder geht's hier durch? Nee. So. Aber ich darf den nicht an der Wand einfrieren. Obwohl, den kann ich an der Wand einfrieren. So, mal gucken, ob ich ihn oben oder unten brauche. Ich glaube, ich brauche ihn oben. Oh, hör auf mich zu ballern. Wenn du jetzt von der Wand rechts weggehst, dann geht's noch. Das sieht gut aus. Hä? Man kann ihn nicht ein... Okay, dann muss ich nochmal versuchen. Ich kann dich nicht einfrieren, oder was? Ne. Ich kann dich nicht einfrieren. Das ist schade. Dann stirb. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rein. Ich hoffe, das zählt noch. Nein. Mist. Das heißt, wir müssen noch mal ein ganzes Stück zurück, oder wie? Na, dann gehen wir noch mal zurück. Yeah, Level Up. Sehr schön. Zumindest das geht noch gut. So, Immun macht nicht Reife. Wille macht nicht Kraft. Reife macht auch nicht Kraft. Und Kraft macht nicht Reife. Nee. Mach man da. Nein, erhöhe ich halt ein bisschen Reife erstmal. So. So, reicht das dann schon, wenn ich jetzt wieder hier runter gehe? Mal schauen. Und verbrauche ich jetzt jedes Mal eigentlich einen Schlüssel? Nee, ich habe Eismagie, okay. Na, reicht noch nicht. Na. So, jetzt müssten die wieder da sein, theoretisch. Müssten jetzt alle respawnen sein hier auf der Etage. Nee, doch nicht.
Na, hoffen wir mal, dass die hinten wenigstens respawned sind. Ja. Okay, also Magier töten. Weil die gehen mir sowieso auf den Sack. Gut, und jetzt die anderen einfrieren. So. Und den darf ich nicht an der linken Wand einfrieren. Gut. Und jetzt nicht versauen, das Ganze. Das hier hoch. Und das hier hin. Und nach unten. Ja. Sehr gut. Ach Gott, nicht schon wieder so ein Mist. Ach, wie ich es gewusst habe. Gut, der kann mir ja nichts anhaben, der Typ da. Achso, die Wände. Wenn man schon so eine Waffe hat, wo man kostenlos testen kann, dann kann man auch kostenlos testen, ne? Autsch, zweimal vom selben Schuss getroffen worden, glaube ich. Aber bin ich sicher. Autsch. So, Wände nochmal testen, trotzdem. Ja, man kann auch so testen, weil der Winkel hat gereicht, um die Wand zu treffen. So, ich sollte langsam mal wieder speichern. Und auch wenn wir jetzt weniger weit gekommen sind, als ich erwartet hätte in dieser Folge, würde ich jetzt mal die Folge beenden und zur nächsten, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Ich weiß nicht mal, ob jetzt gleich der Boss kommt. Wenn ja, dann haben wir halt einen Cliffhanger. Wenn nein, dann mache ich halt nächste Folge auch noch hier drin weiter. Also, ich weiß, ich habe gerade gespeichert. Trotzdem. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.